Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wieder mal eine Sitzung bei DAI Home, dem Online-Channel des DAI Heidelberg. Es ist kostenlos, Spenden sind allerdings immer willkommen. Und wenn Sie sich im Chatraum beteiligen wollen heute Abend, sind auch Ihre Fragen immer herzlich willkommen. Heute haben wir die amerikanische Philosophie-Professorin Susan Diamond zu Gast. Sie ist jetzt die Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam. Was für ein Timing für dieses Buch, was für ein Timing für dieses Gespräch. Gestern war der 4. Juli, ein wichtiger Tag für Amerikaner, der Unabhängigkeitstag, an dem eine wichtige Erklärung die Welt erreichte, und zwar jedem Menschen zugestand, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Das musste man gar nicht übersetzen, weil die ganze Welt sah darin immer ein großes Versprechen und ein großes Motiv, in die USA zu wandern, einzuwandern. Und was sehen wir jetzt? Wir hören von George Floyd, wir hören von Breonna Taylor oder Ahmaud Arbery, drei Schwarze, die von der Polizei umgebracht wurden, in den seltsamsten Kontexten. Wir alle haben diese Bilder im Kopf. Und wir hören auf der anderen Seite den amerikanischen Präsidenten an historischem Ort Mount Rushmore und gestern in Washington. Kein Wort des Mitleids, keine Empathie, weder für diese Opfer des Rassismus noch für die unglaublichen Zahlen der Corona-Opfer. Nichts, stattdessen Häme und Hetze. Das ist sozusagen ein dominantes Bild, wie wir die USA wahrnehmen. Auf der anderen Seite Deutschland, da macht die Schlagzeile KSK, vor kurzem noch Offenbach und Halle. Wir sehen offene Wunden, hier wie dort. Und nun hat Frau Professor Susan Diamond ein Buch geschrieben mit einem sehr, sehr provozierenden Titel. Sie empfiehlt, dass die Menschheit von den Deutschen lernt oder insbesondere die Amerikaner. Lernen von den Deutschen, das ist der Titel. Und wir freuen uns, dass wir Sie heute hier haben. Susan Diamond, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wenn ich da live wäre, aber wir wissen, was die Umstände sind. Ja, nun, Sie sind zwar schon deutsche Staatsbürgerin, aber Sie sind Amerika nach wie vor eng verbunden. Wie haben Sie den gestrigen Tag verbracht? Haben Sie gehört, was der Präsident zu sagen hatte? Ich kann ihn nicht mehr live hören, konnte ich eigentlich nie. Ich habe das nachgelesen natürlich, aber eigentlich habe ich gestern eine lange Zoom-Interview mit einem Journalisten aus Chile, dann noch eine aus London. Also es war eigentlich ein normaler Arbeitstag für mich. Das Einzige, was ich an die USA feiern würde heute, und ich bin sowohl amerikanische wie deutsche Staatsbürgerin, letzteres allerdings nur seit der Präsidentschaft von Donald Trump. Das Einzige, was ich an die USA feiern kann in diesem Moment, ist die Black Lives Matter Bewegung, die so viel, und zwar jetzt die Mehrheit der Amerikaner, mitgenommen hat. Vielleicht noch ein Wort zu Ihrer Einleitung. Trotz dieser provozierenden Titel ist mir vollkommen bewusst, dass die Deutschen nicht alles richtig gemacht haben mit der Vergangenheitsaufarbeitung. Ich bekomme inzwischen Leserbriefe, meist von älteren Herren, die mich belehren wollen, dass es alles nicht so perfekt war. Das sind Leute, die ein Interview mit mir gelesen oder gesehen haben. Wer das Buch liest, weiß ich, dass die ersten Kapitel über die Versäumnisse, die Langsamkeit
etc., der deutsche Vergangenheitsaufarbeitung intensiv besprechen. Ich meine aber trotzdem, dass Deutschland etwas, so unvollkommen es auch ist, etwas geleistet hat, wovon andere Nationen lernen können. Ich fing an mit Gedanken an meinen Geburtsland, aber ich habe gemerkt, je länger ich an das Thema arbeite, sind andere Nationen noch wie hinter den USA, die Briten, die Niederländer, also etc. etc. Deutschland hat trotz allem einen Präsidenten geschaffen, worauf auch Deutsche selbstbewusst sein können. Ja, das wollte ich natürlich, das werden wir auch diskutieren. Überhaupt zu Ihrem Buch zunächst ist ja zu sagen, dass es auch durchtränkt ist von Ihrer Biografie. Ich finde, das auch trägt zu der Lesbarkeit und zur Überzeugungskraft dieses Buch enorm bei, weil es so authentisch, so unmittelbar wirkt. Und Sie selbst sind im Süden groß geworden, in einer speziellen Familie, einer jüdischen Familie. Sie haben eine unglaublich imposante Biografie mit frühen Schulverlassen, dann eine großartige Karriere, wenn man so will, hingelegt. Vielleicht ist es am sinnvollsten, Sie lesen einmal aus diesem Buch und erzählen uns, was diese Wurzeln ausmachen. Kann ich gerne ein bisschen vom Anfang lesen. Ich weiß, der Stil ist ungewöhnlich, aber nicht ganz. Ich nenne zwei Vorbilder von mir, wenn ich an Schreiben denke. Eines ist der große Österreicher Philosoph und Schriftsteller Jean Amerie. Der andere ist der große afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin. Beide wussten genau, wie man Persönliches mit Reflektives verbindet. Und das versuche ich nicht nur in meinem eigenen Fall, sondern bei der Arbeit an diesem Buch habe ich hunderte von Menschen interviewt, sowohl in Deutschland wie in den USA. Und deren Geschichten sind Teil dieses Buches. Ich hoffe, ich denke, es macht die Lesbarkeit aus, aber nicht nur das. Ich glaube, dass Geschichte aus Geschichten besteht. Also das heißt, was individuelle Menschen tatsächlich tun und reflektieren, gehören sowohl zu Geschichte wie Philosophie. Als Statement. Also gut, ich lese ein bisschen vom Anfang. Mein Leben begann als das eines weißen Mädchens in den von Rassentrennung gezeichneten Südstaaten. Enden wird es vermutlich als das einer jüdischen Frau in Berlin. Vielleicht denken Sie nun, ich schlüge hier einen Bogen, der den Raum zwischen Täter und Opfer durchmisst. Aber es ist noch etwas komplizierter. Die Frage, ob Juden als Weiße durchgingen, war in den Südstaaten meiner Kindheit noch nicht ganz entschieden. Pfarrer Wheeler Parker, ein Cousin von Emmett Till, sagte zu mir, es gibt ein altes Sprichwort, als Katholik in den Südstaaten wäre ich beunruhigt. Als Jude würde ich meine Koffer packen. Als Schwarze hätte ich mich längst aus dem Staub gemacht. Ich war 8 Jahre alt, da erklärte mir meine beste Freundin, sie könne nicht mehr mit mir spielen. Es gab vieles, was uns verband. Wir bauten lieber Baumhäuser, als mit Barbiepuppen zu spielen, waren vernarrt in Bücher und unsere Spiele im Wald drehten sich oft darum, eine Tour nach Narnia zu finden. Dennoch kündigte sie mir die Freundschaft, nachdem sie gehört hatte, die Juden hätten Jesus getötet. Auf die Synagoge, in die meine Familie ging, war ein Brandanschlag verübt worden. Die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde fühlten sich danach unauffällig. Anders meine Mutter und darauf bin ich stolz. Kurz vor meiner Geburt im Jahr 1955 waren meine Eltern von Chicago nach Atlanta gezogen.
Die Engagement meiner Mutter in der Kampagne zur Aufhebung der Rassentrennung in der Schulen war prominent genug, um ihr ein Foto in der Zeitschrift Look und eine Reihe nächtlicher Anrufe der Ku Klux Klan einzubringen. Wir können nicht den Tätern zugerechnet werden, aber wir betrachten uns auch nicht als Opfer. Juden waren Sklaven im Lande Ägypten gelesen. Das liest man jedes Jahr beim Pessachfeier. Und daher waren wir zu liberalen Solidarität mit anderen unterdrückten Völkern verpflichtet. So wollte es der wichtigste Grundsatz der hausgemachten Theologie meiner Mutter. Viele Jahre später muss es ausschlaggebend gewesen sein für meine Entscheidung, Philosophie zu studieren und dann in ihr meinen Weg zu Immanuel Kant, jenem trockenen preußischen Philosophen, zu finden, der die Metaphysik der universellen Gerechtigkeit verfasst hat. Es war Kant, der darauf bestanden hat, dass alle vernünftigen Wesen dem gleichen moralischen Gesetz unterstehen, nicht einmal Gott ist ausgenommen. Wie jedes amerikanische Kind lernte ich etwas über den Holocaust, aber er war zu weit weg, als dass er mein eigenes Leben berührt oder gar überschattet hatte. Die Gegenwart, das waren Momente wie der schwule Sommertag in Georgia, an dem meine Mutter eine afroamerikanische Freundin eingeladen hatte, mit ihren Kindern vom anderen Ende der Stadt zu uns zu kommen, in unsere Garten zu spielen. 5 Jahre nach der Erscheinung des obersten Gerichts drohten die Alteingesessene, also zwar eine Entscheidung, die Rassentrennung in der Schule aufzuheben. 5 Jahre nach der Entscheidung drohten die alteingesessenen Bewohner Atlantas damit, eher das ganze Schulsystem lahmzulegen, als die Rassentrennung aufzuheben. Eine Drohung, die einige Landkreise wahrgemacht haben. Gestützt auf ihre Erfahrung aus der Werbebranche, bemühte sich meine Mutter mit ihren Freunden aus der frisch gegründeten Organisation HOPE, Help Our Public Education, die Gewalt abzuwenden, die sich anderenorts in der Entscheidung des Supreme Court entzündet hatte. In der Zwischenzeit wollte sie ihre Kinder auf die Aufhebung der Rassentrennung vorbereiten, indem sie diesen Besuch engagierte. Die Schwarzen, die wir kannten, waren allesamt Hausangestellte in der einen oder anderen Familie. Meine Mutter aber wollte, dass wir mit Schwarzen von gleich zu gleich verkehrten. Unser Garten war groß und grenzt an einem Wald, in dem man sich verstecken, nach Pfeilspitzen suchen oder Capture the Flag spielen konnte. Für all das war es jedoch viel zu heiß und daran vermochte auch nur noch so viel Limonade nichts zu ändern. Komm, lass uns ins Schwimmbad gehen, schlug ich vor. Ich war entweder 5 oder 6, ich bin nicht mehr sicher. Das geht nichts, meinte meine Mutter schroff. Warum denn nicht, maulte ich. Wir gehen immer ins Schwimmbad, wenn es so heiß ist. Es geht einfach nicht, erwiderte meine Mutter. Falls sie und ihre Freundin Blicke tauschten, war ich zu jung, um es zu bemerken. Und was ist mit dem See? Der Park am Red Top Mountain war meist matschig, nicht so schön wie das Schwimmbad, aber es würde von Minute zu Minute schwüler. Wir können auch nicht zum See gehen, erklärte meine Mutter. Warum denn nicht? Fragte ich und stachelte meinen kleinen Brüder an, in meine Bettelei einzustimmen. Am Ende müssten wir uns damit begnügen, unter dem Rasensprenger zu spielen. Gutwillig fügte ich mich nicht. Wie hätte ich ahnen können, dass ein gemeinsames Schwimmen von schwarzen und weißen Kindern per Gesetz verboten war? Und dass nicht bloß in den großen Schwimmbecken aus Beton, um die sich die weißen Südstaatler an solchen Tagen drängten, sondern auch in den Seen, mit denen Gott in seiner Gnade das Land übersät hatte. In meinen Augen war der Verbot meiner Mutter einfach unsinnig. Vielleicht war die Vorstellung unsinnig, sie könne und sei es auch für einen Nachmittag in einem so unsinnigen, brutalen System, wie es die Südstaaten der Rassentrennung waren, normale Beziehungen aufbauen. Dass sie es versucht hat, macht mich immer noch froh.
als ich dann genug wusste, um mich für die Verlegenheit entschuldigen zu wollen, in die mein Aufstand sie damals gebracht haben müsste, fiel es ihr schwer, sich überhaupt an den Tag zu erinnern. Sehr spannende und vielfarbige Buch. Könnte locker auch ein Reisebericht sein, es könnte ein Plädoyer sein, es könnte ein Tableau von Bildern der USA und Europa sein. Es sind ja zwei Vergleichsachsen. Einmal Deutsch-West, Deutsch-Ost und dann Deutschland mit Amerika. Nun, hinter diesem Buch steht ja auch ein Motiv. Und man könnte locker die Philosophin ausschließlich dahinter vermuten, aber man könnte auch eine Literatin dahinter vermuten. Wäre es Ihnen völlig fremd? Ich habe eine sehr empathische Pädagogin dahinter gesehen. Und das löst in gewissem Sinn auch das den problematischen Begriff des Vergleichs. Mir schien es wie eine Mutter, die einem Kind oder irgendwelchen Anvertrauten Mut machen will, auf dem Weg weiterzugehen. Deswegen ist es so positiv. Das muss nicht, wie bei Kindern oder Anvertrauten es so ist, das muss nicht immer 100% erfüllt sein. Aber man will jemand Mut machen, dabei zu bleiben. Läge ich da völlig falsch? Ich finde das sogar sehr schön, weil unter anderem bin ich auch Mutter von drei erwachsenen Kindern. Allerdings haben sie das irgendwie am Essentisch mitbekommen. Keiner braucht diese Ermutigung. Alle drei sind sehr engagiert in der Black Lives Matter und ähnlicher. Ähnliche politische Programme. Das mit der Literatur und der Philosophie, Herr Kohlhöfer, meine Jugendhelden waren Sartre und de Beauvoir. Und das heißt, ich wusste nicht, es sollte angeblich ein Gegensatz zwischen Philosophie und Literatur. Ich dachte, man kann ja beides. Und tatsächlich arbeite ich an einige eher literarische Projekte, aber ich finde das Allerwichtigste, wenn man zu der Aufklärung steht, und das tue ich, ist, dass man so schreibt, dass Menschen es lesen und genießen können. Und leider sind immer viel zu viel Wissenschaftlern schüchtern oder ängstlich oder ich weiß nicht was, es entspricht den üblichen Erwartungen nicht. Ich finde es einfach schade, weil wir brauchen kritisches Denken, aber wir brauchen auch kritisches Denken, das man verstehen kann. Dieser Titel, ein sehr mächtiger Titel, von Deutschen lernen, und ich verstehe die verschiedenen Stimmen, die Sie auch nennen, Sie gehen ja ganz bewusst mit diesem Titel auch um. Sagen wir mal Hans-Otto Bräutigam, der sich verwahrt gegen die wirklich innere Tragfähigkeit. Auf der anderen Seite sucht er doch einen Vergleich mit den USA und etwas, was mich persönlich sehr interessieren würde. Wir sehen die amerikanische Gesellschaft als Einwanderergesellschaft, als etwas doch in vieler, in der Konstitution anderes als die relativ homogene deutsche Geschichte. Die stimmt auch nicht im Detail, aber es ist was anderes. Ist da nicht auch eine der Quellen der Problematiken in Ihrem Vorwurf an die Amerikaner? Mit anderen Worten, auch wenn es hier um Holocaust versus Slavery, Holocaust und Sklaverei geht, sah ich immer einen großen Unterschied zwischen einem Großbrand wie dem Holocaust, etwas, was alle Augen sozusagen an sich zieht, und einem Schwelbrand, der sich fast unsichtbar
permanent unter dem Boden verbreitert, ohne dass wir ihn sehen. Würden Sie da nicht ein Problem auch sehen? Als Sie offensichtlich das Buch sehr vorsichtig gelesen haben, ich freue mich auf den Hinweis auf Herr Bräutigam. Es haben viele Leute diesen Kapitel kritisiert, aber keiner ist darauf gegangen, dass eine meiner Hauptquellen der ständige Vertreter der Bundesrepublik gewesen ist. Sie haben das Buch vorsichtig und gründlich gelesen und dann wissen Sie, dass der erste Kapitel handelt hauptsächlich davon, wie viele Unterschiede es da gibt. Es gibt natürlich Unterschiede und man könnte jetzt die ganze Stunde darüber reden. Keine zwei historische Ereignisse sind gleich. Und ich finde das schön. Ich bin Sozialisten, aber keine Marxisten. Und das heißt, ich glaube, dass die Geschichte nicht irgendwelche notwendige Gesetze hinterherläuft, sondern von einzelnen Männern und Frauen gemacht worden ist in verschiedenen Umständen. Und das finde ich schön. Also natürlich gibt es Unterschiede. Ich kann Ihnen 10 mehr Unterschiede nennen, wenn Sie wollen. Aber was ich interessant finde, ist, was wir voneinander lernen können. Und vielleicht sage ich es mal ganz kurz, was ich glaube, weil gute Deutsche, jetzt reden wir nicht von KSK und die Probleme, die wir wissen, gute Deutsche sind enorm selbstkritisch. Das finde ich auch gut. Das bestätigt sogar meine These. Die Deutschen sind viel selbstkritischer ihrer Geschichte gegenüber als selbst fortschrittliche Amerikaner. Aber es gibt trotzdem etwas, wo Deutschland eben diese Präzedenz geschaffen hatte. Der Begriff Vergangenheitsaufarbeitung. Ich weiß, es gibt mehrere Begriffe. Ich finde Erinnerungskultur viel zu euphemistisch. Ich finde Bewältigung problematisch, weil es suggeriert, man kann ein für alle Mal mit der Vergangenheit irgendwie fertig werden. Also ich bevorziehe den Begriff Vergangenheitsaufarbeitung, aber das ist ein Komplex von verwandten Begriffen. Die gibt es nicht auf andere Sprachen, es sei denn als Übersetzungen aus dem Deutschen. Und was damit gemeint wird, ist, dass die Deutschen zum Schluss gekommen sind, man kann keine gesunde oder offene oder freie Zukunft haben, wenn man den Charme der Vergangenheit begräbt. Und hier ist ein Punkt, was mich besonders beschäftigt. Also erstens, dieses Ausgraben, da ist keine Impfung. Das muss vielfältig sein, das muss wiederholt sein, das muss in verschiedenen Generationen anders sein. Deshalb, wenn Leute mich fragen, mein Gott, können Sie noch sagen, nach Halle oder Hanau, dass wir irgendwas richtig gemacht haben? Ich sage, ja. Also leider ist der rechte Terror überall auf der Welt am Wachsen. Aber doch weniger in Deutschland. Und man muss erwarten, dass es Widerstände gibt. Weil, und hier ist der Punkt, es ist völlig normal, dass wir unsere Leute als Helden sehen wollen. Das ist natürlich. Wir möchten unsere Eltern als Helden sehen, wir möchten unsere Nation als Helden sehen. Wenn irgendwas schief geht und wir verstehen, dass unsere Nation vielleicht nicht so heldenhaft war, ist die nächste Bewegung dazu zu sagen, na ja, die waren Opfer der Geschichte. Dies und jenes ist schief gegangen und sie könnten nicht anders handeln. Das ist auch eine universelle Bewegung.
Was mich so interessiert hat, die meisten Nichtdeutscher wissen nicht, dass in Westdeutschland auf jeden Fall, dass das die Haltung war bis, ich würde sagen, man könnte sagen, offiziell hat Weizsäckers Rede 85 das geändert, dieses wir waren die schlimmste Opfer des Krieges. Das weiß fast niemand, der nicht in Deutschland lange, lange lebt, weil darüber wird verschwiegen. Aber das sind genau die Töne, wenn man so Reden und Memoiren und Briefe aus den 50er Jahren liest. Das sind genau die Töne, die die Verteidiger der Konföderation bis heute in den USA benutzen. Normal, normale Bewegung, lieber Helden, wenn es sein muss, dann Opfer, was nicht normal war und wo die Deutschen etwas geschafft haben. War diese Wendung zu sagen, na ja, anstatt auf unsere eigenen Leid zu schauen, sollen wir vielleicht schauen auf das Leid, was wir andere verursacht haben und uns dazu bekennen, wir waren auch Täter. Sie sprechen hier mit einem Alt-68er, wenn man so will, zumindest dem Alter nach. Ich weiß, und meine Generation hat das sehr in Nächte lang diskutiert, dass wir diese Opfergeschichte nicht mehr abnahmen und dass plötzlich Täter ins Bild rückte, dass Kinder plötzlich ihre Eltern fragten, was hast du gemacht? Und ich erinnere mich noch ganz genau, 1971, die Frage, ein bisschen auch später, dieser Holocaust-Serie, da war eine kleine Gruppe von Historikern immer im Anschluss bereit, Fragen aufzunehmen. Und es gab diese Frage, ich habe die heute noch ganz bewusst, da rief ein alter Herr an und sagte, ich war in der Waffen-SS, hat mein Sohn rausgefunden, erklären Sie ihm, dass das nicht gleich Mord oder Mörder war. Diese unglaublich wie Tagesnachrichten beste Sendezeit um 7 Uhr abends an die Öffentlichkeit gerichtet, hatte diesen Wandel doch mitgetragen. 68, aber, und jetzt meine Frage, 68 hatte auch eine internationale Note, nicht nur wegen Vietnam. Es waren auch Beispiele amerikanischen Aufbruchs, die Weathermen, es gab verschiedenste Einflüsse aus den USA, die uns alle begeistert haben, die uns auch Fragen haben stellen lassen. Insofern, das ist, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass in Deutschland vieles geschieht mit der Zeitverzögerung, mit einem Jetlag, was vorher in Amerika stattfindet. Insofern ist auch das bessere Verhalten, vielleicht typisch deutsch, in vielem, aber doch nicht ohne Einfluss. Was würden Sie dazu sagen? Ich finde internationale Einflüsse immer wunderbar. So lernen wir voneinander. Und was 68 angeht, ich war ein Tick zu jung, um wirklich dazu mit so einem Bewusstsein zu gehören. Aber ich war dabei physisch, on Woodstock sogar, und die Demos gegen den Vietnamkrieg und so weiter. Und als ich nach Deutschland 82 kam, waren natürlich meine Freunde und neue Bekannten alle eben aus dieser Generation und sehr engagiert, die Verbrechen ihrer Eltern und Lehrern aufzuarbeiten. Und natürlich war die Bürgerrechtsbewegung in Amerika wichtig. Paris war enorm wichtig. Das war eine internationale Bewegung ohne Wenn und Aber. Ich habe auch viele Menschen aus ihrer Generation gehört, wie wichtig die Rockmusik war. Ich glaube auch, dass Kultur enorme
politische Einflüsse hat. Das ist alles richtig. Was aber Deutschland gemacht hat, und das fiel mir schon sofort ein, als ich 82 kam. Wir waren gegen den Vietnamkrieg, aber sofort Nixon die, heißt es Draft auf Deutsch, also Wehrpflicht, so als der Wehrpflicht abgeschaffen war, gab es sofort eine Zweiklassenarmee, beziehungsweise wer zur Oberklasse gehört und studieren durfte, müsste nicht ins Armee. Und was das heißt, ist, dass der Vietnamkrieg hauptsächlich mit ein paar Ausnahmen von ein anderes Amerika ausgefochten wurde. Ich habe auch damals gedacht, Gott sei Dank müsste ich nicht, waren meine Eltern oder Verwandten nicht in Vietnam und ich müsste nicht diese persönliche Beziehung haben, die meine deutschen Freunde und Bekannte hatten. Aber das führte zu etwas Interessantes auch. Nicht nur haben wir den Vietnamkrieg überhaupt nicht aufgearbeitet. Gar nicht. Die kleinen Versuche, die gemacht worden sind, sind wirklich, muss ich sagen, die fehlen an Mut. Also es wird einfach sehr wenig. Natürlich, es gibt Bücher, ja. Aber ich rede von der populären Kultur, die ich immer als wichtiger einschätzen. Wir haben gute Historiker in jedem Land. Und die arbeiten und die tun ihre Arbeit und die entdecken vieles. Aber der Weg von den Historiker ins öffentliche Bewusstsein ist eine sehr lange. Und ins öffentliche Bewusstsein ist der Vietnamkrieg überhaupt nicht aufgearbeitet. In Amerika und schon weniger das, was zuvor geschehen ist. Und wegen dieser unmittelbaren Nähe, wegen der Tatsache, dass jeder zu Wehrmacht gehen müsste, wenn er nicht was Schlimmeres gemacht hatte, wie Konzentrationslager überwachte, hat Deutschland natürlich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe eine Gegenfrage an Sie. Als Sie mit Ihren Freunden da nächtelang saßen und überlegten, wie Sie mit dieser deutschen Geschichte klarkommen, war es Ihnen bewusst, dass eine völlig andere Entwicklung in der DDR lief? Ich gebe Ihnen völlig recht, wussten wir nicht. Schon gar nicht in dieser Klarheit, wie Sie sie beurteilen. Und das ist, natürlich wussten wir über, sag mal, die unmittelbare Umgebung von Adenauer, dass er Leute beschäftigte, die wirklich einiges verbrochen hatten, aber auch dort nur in Spitzen. Man kannte Gehlen, man kannte ja, also es brauchte Auschwitz, es brauchte den Eichmann-Prozess, es brauchte den Prozess in Frankfurt, den Auschwitz-Prozess, um überhaupt sozusagen diese 20 Jahre zu thematisieren, die wir nun nach dem Krieg zu analysieren und zu beurteilen hatten. Von der DDR wussten wir nichts. Wir hatten im Wesentlichen die Vorstellung, dass es das ist die andere Diktatur, nicht wahr? Und Sie haben ja da eine sehr, sehr erfrischende und klarstellende Urteil, dass die DDR wesentlich besser im Nachkrieg mit dem Erbe umgegangen ist aus den 12 Jahren als die Bundesrepublik. Meine Frage ist nur, wenn der Antifaschismus so ein prägendes Erlebnis war, allerdings von oben nach unten wahrscheinlich, ja. Im Gegensatz zu 68 war wirklich von unten nach oben,
Wenn das so prägend war, warum, ich habe mit der Gegenwart so viele Probleme, warum sind Sie anfällig auf Populisten, auf Ewiggestriges, auf wirklich schlimme Bauernfängerei, wie man das sagen will, wenn diese Prägung so stark ist? Die Frage würde ich gern beantworten, aber davor würde ich gerne ein bisschen zu meiner These sagen, was sehr wohl der provozierendste des Buches ist. Ich freue mich sehr, normalerweise weiß ich sofort an die Rezension, ob der Rezensent aus Ost oder West kommt. Aber ich freue mich, dass zwei Westdeutsche, und zwar sehr ernste Westdeutsche Rezensenten, eine sogar in der literarischen Welt von Wolf Lepenies geschrieben hat. Die These ist provozierend, aber sie belegt es. Und weil ich wusste, dass die These provoziert, habe ich nach meinen eigenen Recherchen zwei promovierte deutsche Zeithistoriker gebeten, bitte rücksichtslos factchecken. Bitte alles rausfinden, was problematisch sein konnte. Sie haben, interessanterweise, die hatten kleine Einwände, unterschiedlich voneinander. Also dieser Kapitel steht. Und die steht nicht nur, weil ich sehr viel quantitative Daten gesammelt hatte, Zahlen von Nazis, die vom Gericht gebracht waren, Zahlen von Nazis, die in Haft kamen, Zahlen von Konzentrationslager, die aufgebaut wurden, wo jedes Schulkind nach Buchenwald gehen müsste. Zahlen von Lehrbüchern, die umgeschrieben wurden. Also es gibt eine Menge von Zahlen, aber was mir noch wichtiger war, war Leute zu interviewen. Ich habe, wie wir gesagt, Hans-Otto Bräutigam, ein wunderbarer, ursprünglich konservativer westdeutscher Diplomat, der letzte ständige Vertreter war und 10 Jahre in Ostberlin gelebt hat und das Land wirklich kannte. Das ist der Nachfolger von Gauss, den ich leider nie kennenlernen durfte. Aber die anderen, die ich interviewt habe, waren alle Ostdeutsche, die aber mit einer Ausnahme in der Opposition waren. Das heißt Schorlemmer, das heißt Jens Reich, das heißt Ingo Schulze, also alle Leute, von denen man nicht sagen könnte, die plappern einfach die Partei nach. Ganz im Gegenteil, einige sind Risiken eingegangen, um sehr vieles an die DDR zu kritisieren. Und dennoch haben sie gesagt, der Antifaschismus war echt. Und dazu stehe ich und ich habe es so empfunden durch die Bevölkerung. Natürlich wird alles, was Staatsdoktrin wird, irgendwann mal steif und sogar missbraucht. Wir wissen alle von dem blöden Ausdruck antifaschistischen Schutzwall. Also ein größerer Fehler hatten die Herrschaften wirklich nicht machen können. Ja? Und trotzdem dieses Gefühl, also wo es ein westdeutscher Bundespräsident 40 Jahre gebraucht hat, zu sagen, nee, das war kein Tag der Kapitulation, das war ein Tag der Befreiung, so hieß es in der DDR vom Anfang an. Und es war eine andere Atmosphäre. Was ist jetzt los? Warum hat die AfD größere proportionelle Zahlen im Osten als im Westen, obwohl Realzahlen größer im Westen sind? Hanau ist meines Erachtens nicht in Thüringen, auch wenn meine deutsche Geografie nicht hundertprozentig richtig ist. Ein großer Teil der Führung der AfD kommt aus dem Westen. Vielen sind ins Osten gezogen, aber die Führung ist mehrheitlich westlich. Und das soll man nicht vergessen. Ich finde es eine Schande,
dass es keine gesamtdeutsche Erinnerungskultur gibt im Jahr 2020. Und es gibt es überhaupt nicht. Es gibt völlig getrennte Erinnerungen. Interessanterweise hat Alaida Assmann, die ja Spezialistin für Erinnerungskultur, gesagt, als wir, glaube ich, im Radiogespräch waren, wir kennen uns gut, auch persönlich, sie sagte, ja, ich natürlich, ich bin auch als Schulkind, wir hatten Klassenfahrten in der DDR und mir war es schon bewusst, dass die sehr anders mit der Nazizeit umgehen als wir. Und dennoch, selbst wenn sie darüber schreibt, wenn man über Erinnerungskultur schreibt, kommt die DDR nicht vor in den geschriebenen Werk. Auch wenn man irgendwo weiß, dass es anders war. Ich war schon in den 80er Jahren in West-Berlin, aber seit 20 Jahren lebe ich in Berlin und arbeite ich in Potsdam. Also ich habe noch ziemlich guter Blick von beiden Seiten. Und es ist auch der Fall, dass ich Sachen höre, sowohl von Ossis und Wessis, die sie einander nicht sagen würden. Die Häme, mit denen Wessis über Ossis reden, macht mich wütend, muss ich einfach sagen. Und dieses Muster, von dem Sie ja auch zuerst Helden, dann Opfer, schließlich Täter, dieser Dreiklang, der macht uns natürlich heute noch zu schaffen. Wir gehen mit Mustern, mit Folien im Kopf, begegnen wir Sie alle. Sie kennen das natürlich viel besser als ich, wie sehr die Westdeutschen das Jammern der Ostdeutschen thematisiert haben. Jammerlappen, die anstatt zuzugreifen und etwas zu verändern, sich nur beschweren. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, auch wusste ich nicht, dass es auch in der Kalten Kriegszeit in der DDR vaterländische oder völkische Feste gab. Das habe ich erst jetzt entdeckt. Dass es auch vietnamesische Gastarbeiter verfolgt wurden. Also dass man da auch aggressiv auf Fremdes reagierte. Es gibt einen Film vor kurzem gemacht, wo ein Schwarzer umgebracht wird. Also diese Phänomene scheinen, einfach nur um der Vollständigkeit halben, scheinen auch in der DDR möglich gewesen zu sein. Ja, natürlich. Und vielleicht nur ein paar Sachen, weil seitdem ich den Antifaschismus der DDR verteidige, wird mir Stalinismus vorgeworfen und alles Mögliche. Ich weiß sehr wohl, wie viel es an der DDR zu kritisieren gab. Nur, das ist ein Vergleich, den ich in den USA, den ich in dem Buch mache. Auch die größte Anhänger von Edward Snowden würde nicht die Gesamt-USA auf die Kultur der Überwachung reduzieren. Und wenn wir nur die DDR mit Stasi besetzen, das ist das, was wir tun. Es war ein vielfältiges Land mit Fehler, wie jedes Land, mit Probleme. Aber dieser Reduktionismus finde ich ungerecht. Und ich verstehe auch, wie sehr viel Ostdeutscher Ressentiments haben, 30 Jahre später, weil wir kennen die Statistik, 1,7% aller Führungspositionen, Hochschulen, Medien, Regierung, Firmen, 1,7% sind von Ossis geleitet. Das ist schon ziemlich wichtig. Und dazu dieser immerwährende Vorwurf, ja, die Ossis haben ein Problem mit der AfD und der Vergangenheit. Und dabei wird einfach nichts wahrgenommen von der Vielfalt dieser Problematik. Vielleicht nur noch ein Wort, weil ich glaube, es geht nicht nur um historische Gerechtigkeit, obwohl ich historische Gerechtigkeit wichtig finde. Man soll auch das würdigen,
was in der DDR zu würdigen war. Und nicht in dieser, es gibt immer diese Formeln, ja, ich will nicht sagen, dass die ganzen Biografien für nichts waren, da waren natürlich anständige Leute. Nee, das meine ich nicht. Es war einiges zu würdigen, das sollen wir würdigen. Aber was wir würdigen sollen, ist auch etwas, was der heutige deutsche Vergangenheitsaufarbeitung gut täte. In Westdeutschland, und das ist jetzt irgendwie Oberbegriff, wird die Nazi-Ideologie hauptsächlich auf Antisemitismus reduziert. Und das finde ich gerade als Jüdin problematisch. Ja. Das war natürlich eine Säule von der Nazi-Ideologie, aber bei weitem nicht die einzige. Und wenn wir nicht verstehen, Antisemitismus ist eine besondere Form von Rassismus. Ich sage auch nicht, dass die identisch sind. Aber wenn wir nicht verstehen, dass der Nazi-Rassismus nicht nur für den Tod von 6 Millionen Juden verantwortlich war, sondern 14 Millionen Slawen und ich weiß nicht wen sonst, dann werden wir mit der heutigen Rassismus gegenüber Muslimen oder Braun oder schwarze Deutsche, wir werden da auch nicht fertig. Völlig richtig. Er hat das gemacht. Allerdings, es wird auch vorgeworfen, dass sie den Antisemitismus nicht besprochen hatten. Es gab 1000 Bücher, jemand hat sie irgendwie aufgezählt. Und über 1000 Filme von DEFA, die man immer noch gern anschauen kann, lange bevor diese amerikanische Filmserie Holocaust 1980 in Westdeutschland Furore gemacht hatte. Also die DDR hat auch den Antisemitismus gezeigt, aber sie haben die ganze Nazi-Ideologie nicht darauf reduziert. Und davon können wir auch was lernen. Ja. Keine Frage, dass auch sozusagen der Antikommunismus einer der zentralen Motoren waren, der Selbstdarstellung, auch der eigenen Lügen vor sich selbst, des Verdrängens. Man hat unter diesem Titel lief sozusagen die ganze Auseinandersetzung. Aber weil wir gerade, Sie haben die Fairness im Umgang mit Geschichte angesprochen und betrifft ja auch Erinnerungskultur, müsste man den USA nicht zugute halten, dass sie ihre eigenen Form findet. Das wird nicht so sein, wie wir das vielleicht machen, aber wir sehen auch, wenn Hollywood genannt wird, sehen wir vom Winde verweht. Aber da gibt es Mississippi Burning, es gibt Django Unchained, es gibt viele Versuche amerikanischer Form. Und ich, wie gesagt, ich komme noch einmal zurück auf die Einwanderergesellschaft. Es ist sehr viel schwieriger, wenn ich als Schwede in Wisconsin, ob ich mich da identifiziere mit irgendwelchen Übel, das in den Südstaaten stattgefunden hat, und ich kümmere mich nicht darum. Das ist Einwanderergesellschaft, da würde ich also, sagen wir mal, eine Problematik drin sehen. Eine andere Sache ist, wie schätzen Sie Jugendkultur, die Affinität zur Technik, die Auseinandersetzung, wie gesagt, in Hollywood. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da Quellen, Wurzeln für eine kritische Bewertung dessen, was Sie eigentlich sich erwünschen? Was für eine schöne Reihe von Fragen. Ich fange mit der letzte an, weil da kann ich ein bisschen stolz auf eine meiner Töchter sein. Eine meiner Töchter will Drehbuchautorin, Produzentin werden und lebt jetzt in Los Angeles
Und ihr Mieter zahlt sie hauptsächlich mit einem Job bei Lionsgate, einer der größten Firmen. Die bekommen natürlich hunderte von Scripts und Bücher und sie brauchen Leute, die sie auswertet. Und meine Tochter wird angehalten, diese Drehbücher vor allem auf Sexismus und Rassismus auszuwerten. Und sie erzählte mir gestern, da ist eine neue Leitung und die haben ihre Arbeit gelobt und haben gesagt, sie können ruhig kritischer werden. Man möchte den Rassismus und Sexismus noch ernster nehmen als bevor. Also das ist brandneu aus Los Angeles gestern. Finde ich sehr schön. Es war übrigens eine schreckliche Netflix-Serie in Hollywood, was versucht, kam irgendwie vor 2 Monaten raus. Also das war ein Versuch in die Richtung, aber es war extrem schlecht gemacht. Aber es gibt andere Sachen. Wir gehen die Filme durch. Natürlich bin ich froh, dass jedes Land seine eigene kulturelle Produktion machen. Sie können gar nicht wissen, wie sehr die Menschen in Philadelphia, Mississippi, wo das alles stattgefunden hat, diesen Film Mississippi Burning hassen. Die sagen, fast alles dran ist falsch, außer dass diese 3 Bürgerrechtshelden ermordet worden sind. Aber ich habe viel Zeit in dem Ort verbracht und dieser Film stimmt nicht. Und da ist was Problematisches daran, was am meisten die Leute dort ärgert, ist diese weiße Helden. Die weiße Helden kommen, die lösen das Problem. Die Schwarzen wären nur Subjekten, was sie tatsächlich nicht waren. Und überhaupt wird suggeriert, dass der Staat interessierter war, diesen Mord zu lösen, als sie waren. Django Unchained habe ich geliebt, obwohl ich vorher kein Tarantino-Fan war. Und tatsächlich hat der Film auch eine Rolle gespielt bei der Entstehung dieses Buches. Ich habe den Film bei der Premiere mit meiner anderen Tochter gesehen und wir haben gelacht dazwischen, weil wir haben gesagt, die Amerikaner werden den Film nicht verstehen, weil es so viel Anspielung auf Deutschland gibt. Und der Held, und das ist, glaube ich, einmalig in der Hollywood-Geschichte, der Held der Sache ist eine deutsche Einwanderer. Und es wird von Wagner gesprochen und es wird von Beethoven und etc. Und tatsächlich haben die ganze Kritiken, ich hatte was über den Film geschrieben, deshalb habe ich die ganze Kritiken gelesen und nur in einem Interview mit dem großen afroamerikanischen Literaten Henry Louis Gates hat Tarantino gesagt, bei der Verfilmung von Inglourious Basterds hat er 6 Monate in Berlin gedreht und da hat ihm Christoph Waitz sich vertraut gemacht mit der deutschen Vergangenheitsaufarbeitung. Und Tarantino hat gesagt, und das wollte ich hier machen. Interessant, das wissen die meisten Leute nicht, aber so ist es. Nur ein Wort zum Winde verweht, was leider Gottes nicht in der Diskussion kommt. Das Problem mit dem Film ist nicht die erste Hälfte. Die erste Hälfte zeigt Vorkriegssüden. Die Schwarzen sind sehr rassistisch karikaturiert. Sieht so aus, als ob sie die Sklaverei lieben. Das ist alles schrecklich. Aber der wirkliche problematische Teil des Films ist der zweite Teil. Und das geht um die Reconstruction-Zeit. Nun muss man den Film 2-mal sehen und ein bisschen Geschichte im Hinterkopf haben, um zu wissen, dass der Ku Klux Klan sehr glorifiziert wird.
Und es gab, die haben keine weiße Gewände, das werden Sie nicht gemerkt haben. Und das war sogar, weil der Direktor David Zelnick, ein ziemlich fortschrittlicher Jude, nicht den Ku Klux Klan nennen wollte, wie es in dem Buch genannt wird. Aber wer die Geschichte weiß, ohne das Buch, ich habe das Buch nie gelesen, Gottes Willen, aber wer etwas von der amerikanischen Geschichte weiß, weiß, der perfideste Szene im Vom Winde verweht ist eine Szene, in dem unsere Helden, also Scarlet, Red, Ashley, die ganze Bande, als Ku Klux Klan den Yankee-Soldaten austricksen wollen. Und das ist natürlich alles dabei. Das hat zu diesem, wir wissen einiges über den Bürgerkrieg. Das ist nicht das Problem. Das Problem mit der amerikanischen Geschichtslücke ist die 100 Jahre zwischen dem Ende des Bürgerkriegs und der Anfang Anfang der Bürgerrechtsbewegung. Und das würde alles vertuscht. Und dieser Film trägt zu dieser Vertuscherei bei und ist deshalb sehr problematisch. Aber ich bin, wie gesagt, natürlich dafür, dass jedes Land seine kulturellen Schätze benutzt, weil nur über die Kultur lernen wir wirklich von anderen. Jedes Land soll seine kulturellen Schätze benutzen, um seine eigene Form von Vergangenheitsaufarbeitung zu entwerfen, aber auch dabei von anderen lernen. Der Präsident, der derzeitige, hat sich ja ganz konkret auf diesen Film bezogen, Vom Winde verweht, dass man wieder mehr, man soll sich wieder hinwenden. Und Sie selbst sagen, so ein Präsident würde überhaupt nur möglich, wenn man in gewissem Sinn die Aufarbeitung verweigert. Das Geschichtswissen, dass die Auseinandersetzung mit der Herkunft ist sozusagen eine der faktischen Nährböden für die gegenwärtige Situation in Amerika. Wie? Es ist letztendlich, und wir hatten das immer wieder hier im Institut, die Bildungsmisere in den USA ist eigentlich, das ist eigentlich das größte, der größte Aspekt der Infrastrukturpolitik, die Amerika nötig hätte. Würden Sie dem zustimmen? Letzter Satz bitte. Die Bildungspolitik ist die größte Herausforderung im Kontext von Infrastructure America. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch diese komische Brauch, wie so vieles. Schulen werden von Lokalsteuer ziemlich ausschließlich bezahlt. Das heißt, wer in einem armen Stadtteil oder Landkreis lebt, hat auch physisch, materiell in aller Weise eine viel, viel schlechtere Bildungschance als jemand, der in einer reichere oder wohlhabende oder mittelständische Gegend lebt. Das ist wahr. Was ich vielleicht auch gern dazu sagen könnte, weil ich lerne in den letzten paar Monaten über die Gespräche zu diesem Buch, wie wenig viele Deutsche, sie sind natürlich eine Ausnahme, aber viele Deutsche wissen wirklich viel zu wenig von diesem Mann im Weißen Haus, den ich nicht meinen Präsident nennen kann. Ich habe Fragen bekommen, hat er wirklich Nazis gelobt? Können Sie eine Quelle nennen? Und das ist so ein Trope geworden in der amerikanischen Diskurs, dass ich dachte, eine Quelle. Und dann habe ich gegoogelt,
Trump-Nazis, very fine people, da 116 Millionen Einträge zu diesem Lob. Ja? Die Deutsche wollen das nicht wahrhaben. Es ist ein Teil, ich verstehe, man hat Angst vor Anti-Amerikanismus oder man möchte den eigenen Schuld irgendwie nicht ausladen an anderen. Aber es ist so, nicht nur, dass er Nazis lobt, er lobt und Neonazi ist kein Wort davor. Das sind Leute, die Hakenkreuze tragen, die T-Shirts mit Zitaten von Hitler, die Blut und Boden schreien. Auf Englisch natürlich, aber die wissen, wo es herkommt. Und was vielleicht auch nicht so bekannt ist, ist, dass seine ganze politische Karriere nur begann als Teil dieser sogenannten Birther-Bewegung, die Obama die Legitimität absprechen wollte, mit der Behauptung, er sei tatsächlich in Afrika geboren. Das heißt, wir wollen nur Weiße im Weißen Haus. Und inzwischen, wer seine Reden in den letzten paar Tagen gehört hat, der weiß, es wird nur deutlicher, was für ein Rassist dieser Mann ist. Kleiner Fakt. Man möchte den Söhnen nicht verantwortlich für die Sünde der Väter machen, aber der Fred Trump war so ein Rassist, dass Schwarze in seine Wohnungen, also er war Bauunternehmer, Schwarze in seine Wohnungen in New York allerdings nicht leben durften. Und darüber hat Woody Guthrie ein Lied geschrieben. Dank. Susan Neiman. Das Buch ist so reich und so unglaublich vielfarbig, dass ich es eigentlich nur allen empfehlen kann. Viele Dinge konnten wir gar nicht ansprechen. Es ist, wir konnten Kant nicht noch einmal diskutieren, der jetzt gerade in seinen, sagen wir mal, unmündigen Kontexten über Schwarze gesprochen hat. Wir konnten vieles nicht thematisieren. Ich glaube aber, das, was sehr wichtig ist, der dringend notwendige Debattenraum, den wir über dieses Thema führen oder haben sollten, der wird enorm angefeuert durch Ihr Buch. Dafür danken wir Ihnen und wir danken Ihnen für die Zeit, die Sie heute für uns übrig gehabt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Köhler. Dankeschön. Ja?